Hallihallo Freunde und willkommen zurück zu Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Insel gestrandet, haben das erste Dorf gefunden und müssen jetzt der Handelsgilde helfen, beziehungsweise helfen der Handelsgilde dabei, das Ostdorf wieder aufzubauen. Was haben wir denn hier drin? Eine Hornbrille, komm. Oh, jetzt habe ich versehentlich meine Haare rot gefärbt. Ist natürlich... Oh, nein. Nein, 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 nein. Definitiv nein. It's a no. So, kann ich dir was helfen? Und das dahin und das... Ah, hallo du. Na hallo, du hast alles, was ich hierfür brauche? Sehr gut, mit Treibholz und Muscheln hätte ich es niemals fertig bekommen. Muscheln sind übrigens ein sehr gutes Baumaterial. Probiert es aus, Kinder. Ich werde nur fertig sein und der Handel in Fairmont wird wieder florieren. Eröffne das Ostdock neu. Sehen wir jetzt wenigstens? Ja, tun wir. Es gibt einen optischen Unterschied. Das ist mir bei sowas immer ganz wichtig. Und sogar ziemlich. Hier ist ja jetzt plötzlich was los. Hör nicht auf das Gerede über Geister. Das sind Märchen. Oh, Entschuldigung. Das war mein Facebook. Das Altkönigreich wurde gierig und wollte dem Wolkenfänger alle Wolken vom Himmel holen. Mit dem Wolkenfänger. Stattdessen bekamen sie diese Düsternis. Aha. Und wo er von Düsternis spricht, wird es auf einmal dunkel. Hier kann ich handeln. Heißt, ich... Das ist, was ich kaufen kann. Wo sehe ich denn mein Geld? Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich habe? Ich habe vermutlich noch kein Geld, aber... Ich meine, in der Theorie, wo würde ich denn sehen, dass ich Geld hätte? Und wie viel Geld ich hätte? Hier scheinen wir, einen neuen Geist zu haben. Darin war es total öde. Wie auch immer, lass uns abhauen. Verstau mich in deinem Rucksack. Wir haben Locke gefunden. Einen neuen Geist. Das heißt, wir haben jetzt zwei Geister. Oh, Hilfe. Ah, ich stecke. Aber mit zwei Geistern können wir ja unsere Farm, in Angriff nehmen. Kann ich, Moment. Was ist, das hier? Repariere den Hof. Ja, das ist da. Kann ich mit dem Kompass, suche Hilfe in Vermont, repariere den Hof. Möchte ich als neue Quest. Das ist da hinten. Hier scheint es ja keine Gegner zu geben. Glaube ich. Ich weiß nicht, wir sind auf jeden Fall noch keinen Gegnern begegnet. Wir brauchen aber Holz dafür. Das heißt, wir sollten vielleicht unterwegs den einen oder anderen Baum noch mitnehmen. Ah, da. Ich sehe ein neues Tier, ein Groffel. Ja, es sieht aus wie ein Groffel. Das ist, was ich mir unter einem Groffel vorstelle. So, erstmal ein bisschen Holz sammeln. Sonst, hallo, ich hänge. Ich hängte. Ich hing gerade etwas fest. An der Wurzel. An der Wurzel allen Übels. Ach, guck mal, wir können das auch noch weghauen. Ein Wiesenglockensamen haben wir. Anscheinend ist das aber nicht gut, wenn wir... Was haben wir denn hier? Ist es nicht gut, wenn wir die ganzen Bäume einfach so fällen? Wir müssen also neu anpflanzen, wie es scheint. Das ist sehr interessant. Weil wir haben ja vorher auch gesehen, da gab es ja links oben irgendwie eine Anzeige. Von wegen, wie es um das Gebiet steht. Quasi, ich will da drüben noch den Stein mitnehmen, wenn der schon hier ist. Beziehungsweise, wenn wir schon hier sind, der Stein ist die ganze Zeit hier. Wie es um das Gebiet steht und dann kriegen wir wohl beim Anbauen von Sachen irgendwelche Boni oder so. So, dann müssten wir eigentlich genug Zeug haben, um hier den Hof in Angriff zu nehmen. Beseitige Düsternis. Du musst die gefundenen Geister einsetzen. Ja, dann macht mal. Schwing!
Sind die jetzt weg? Oder wo sehe ich das denn? Gescheckte braune Katze, ja. Nein, sind immer noch da. Alles klar, dann... Hallo, ich möchte da rein. Ah, uns fehlt noch Holz. Und dann können wir das aufbauen, aber wir können davor gar nicht da rein. Wer bist du denn? Das ist mein Hof. Geh da weg. Nein, red mit mir. Dann sollte das Teil dorthin... Du brauchst dir überhaupt keine Gedanken, das ist mein Hof. Geh da weg. Denk gar nicht dran. Ich habe den zuerst gesehen. Ich habe ihn abgeleckt, ich darf ihn behalten. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Erz aus. Ich brauche aber erstmal, komm, nehmen wir den hier. Zack. Sollte auch reichen. Wir müssen die sogar ganz abbauen, weil wir sonst den Platz für die Samen nicht kriegen. Hier. Und guck mal, hier kann ich auch noch. Zack. Bei Buschel. Wer ist Buschel? War das gerade eben? Da konnte ich noch was aufheben. Giffstein, please. War das da oben Buschel, der an der Farm stand? Da drüben? Ja. Na du? Oh, hallo du, ich bin Buschel. Mini hat mich geschickt, um dir zu helfen. Ich bin Spitze im Reparieren und weiß auch einiges über die Landwirtschaft. Nachdem du die Düsternis beseitigt hast, sollten wir den Hof auf Vordermann bringen. Aufgabe abgeschlossen, repariere den Hof. Und da scheinen wir schon wieder einen Geist zu haben. Dankeschön. Neues Rezept Reiseknoten. Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Hier hast du einige Gegenstände für den Hof. Platziere als erstes ein Tiergehege groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf deinem Hof und platziere das Tiergehege, wo du willst. Oh, wir können das... Was haben wir hier? Das ist unsere Inventartruhe. Sehr geil. Moment. Ich muss... Du hast entdeckt Hain. Hain blöd. Gartenbeet. Das ist vermutlich Futtertrog. Das ist das Hofbuch. Ich will aber erstmal den Geist da hinten schnappen. Da haben wir auch noch eine Truhe. Aber erstmal Grummel. Hey du, ich hatte es hier total gemütlich und dann kommst du daher und ruinierst alles. Ah, was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Jungchen. Plus 25 Sauberkeit am Hof, plus 0 Tierpflege, plus 0 Produktionsertrag. Das klingt interessant. Es gibt noch zwei Geister, die wir hier holen können. Halt, ich muss erstmal den Hammer ausrüsten. Ist auch schön gelöst, damit, dass wir den über die Schultertasten ausrüsten können. Dann, upsa, senden sich mal das hier weg, dass wir Futter für potenzielle Tiere haben. Die wir zwar noch nicht besitzen, aber... Ich scheide mal, wenn wir ein Tiergehege bauen können, besitzen können. So, ich erstmal alles sammeln, ne? Hallo, nimmst du bitte? Danke. In solchen Spielen erstmal alles sammeln, was man sammeln kann. Ist normal. So, da oben ist eine Kiste. Wie komme ich daran? Farmarbeiter? Niemand. Wie komme ich da hoch? Da oben ist eine Kiste, ich möchte die haben. Eigentlich. So, dann kann ich jetzt aber bauen. Tiergehege groß. Oh, wir haben es quasi über unserem Kopf. Das würde ich hier irgendwie ins Eck packen, würde ich sagen. Platzieren. Tiergehege klein. Wassertrog brauchen wir auch. Kann man ja hier dann so nebendran bauen, vielleicht. Na, es ist, nee, sieht nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier so. Okay, gut. Ah, ich kann die im Nachhinein aber auch noch verschieben. Falls es mir dann doch nicht gefällt. Wenn ich sagen würde,
Guck mal, ich will dich hier doch lieber hier so. Dann könnte ich das doch lieber hier so. Und es fängt an zu regnen. Was kann ich denn noch bauen? Ein Gartenbeet, ein Futtertrog. Futtertrog natürlich auch wichtig für die Tiere. Können wir dann auf die andere Seite vom Eingang hier so. Wenn wir den irgendwie so, keine Ahnung. Zack. Können die Tiere was fressen? Was ist denn der Hain? Das sieht nach was aus, was ich hier hinpacke. Okay, da keine Ahnung, was wir da machen können. Gartenbeet natürlich. Würde ich eigentlich vermutlich in die Nähe der Inventartruhe packen. Was dann hier so? Auch wenn es dann... Wobei, wir können da... Doch, da ist genug Platz, um da außen rum zu gehen. Nee, aber dann will ich den Futtertrog hier... Doch, da hinten. Dann ist hier hinten das für die Tiere, das ganze Gedümpel. So. Jo, passt. Okay, und dann soll das erstmal reichen an platzierten Sachen. Was können wir denn hier machen? Gartenbeet. Können wir nichts machen. Sehr gut. Der Wassertrog ist vermutlich automatisch gefüllt, schätze ich mal. Tiergehege ohne Tiere, auch sehr nützlich. Auf jeden Fall. Das können wir hier auch nichts. Okay, wir können ja schon richtig viel machen hier. Hier haben wir... Ah, hier ist das Lager und da vorne ist nur eine Inventarkiste. Was auch immer da der Unterschied ist. Ich weiß es nicht. So, was hast du denn hier? Gut gemacht. Nun hast du ein Tiergehege und kannst große Tiere adoptieren. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist und ich zeige dir, wie das geht. Und wie bereit ich bin. Groffels sind die besten. Und das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Sie sind nicht nur groß und flauschig, wenn wir sie zähmen, geben sie uns auch noch Groffelmilch. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere Groffel mit Zeliumsamen und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hier, ich zeige dir, wie man Zeliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Groffel. Da vorne ist ein Groffel. Ey. Gröffelchen. Aber ich hab doch... Moment. Boah, wir haben das Zeug jetzt in unserem Inventar. Okay. Ah, ich muss die erst machen. Und jetzt kann ich... Mal gib Gegenstand. Der Groffel scheint interessiert an einem Zeliumsamen. Komm. Sehr schön. Komm mal mit, ich kenne dann... Moment, wo ist meine Farm? Ich habe mich verlaufen. Ah, da hinten. Groffel? Ha! Komm. Komm. Auf. Oh mein Gott, ist dieses Vieh süß. Oh mein Gott. Cuteness Overload. Komm mit, Groffel, Groffel, Groffel. Oh mein Gott. Oh, ich möchte einen Groffel haben. Ich möchte ein Groffel sein. Groffel ist leider an der Kiste ein bisschen festgebackt. Komm mal her, Groffel. Hier ist der Eingang. Komm. Jetzt Groffel adoptieren, natürlich. Dürfen wir ihm bitte einen Spitznamen geben? Wow, das ist mal ein flauschiges Groffel. Jetzt können wir Groffelmilch produzieren, also schau immer mal wieder vorbei und hol unsere Produkte ab.
Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptierst, aber du solltest die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Zähme einen Groffel. Wir haben unseren eigenen Groffel, Freunde. Oh mein Gott, ist er süß. Komm, wir pflegen, da kämmen wir das flauschige Groffelfell. Oh mein Gott, es ist wirklich goldig. So, hier haben wir Groffel. Was können wir damit machen, außer freilassen? Was ich definitiv nicht will, weil, oh mein Gott, der ist so süß. Scheint ja alles soweit zu haben. Was können wir hier machen? Kann ich hier theoretisch dann Samen einpflanzen? Scheint so. Produktionsertrag 3% ist jetzt natürlich nicht so viel, würde ich behaupten. Heurer als Landarbeiter an. Buschel braucht mehr Nahrung. Toll, ich liebe Pilz. Pilz, danke, das gefällt mir. Ein Farmarbeiter hilft bei der Arbeit auf der Farm aus. Er kümmert sich um Tiere, macht Zauber und steigert die Produktion. Aber dafür scheinen wir Essen zu brauchen. Okay, dann schauen wir mal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Stadt und rede etwas mit Meister Low. Unterwegs können wir ja noch ein bisschen Zeug sammeln. Ich denke, es schadet der Umwelt nicht, wenn hier ein paar Steine fehlen. Was haben wir denn hier? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Oh. In der Tat wäre das vermutlich ein guter Platz für eine Hängebrücke. Da würde ich mich auch tatsächlich sehen beim Bau einer Hängebrücke. Da, es gibt keine Liane. Welche Büsche geben denn Lianen und welche nicht? Ihr nicht. Gut zu wissen. Gibt ihr Lianen? Nein. Ich sehe da leider noch keinen Unterschied. Da kann ich auch, guck mal, Finsternis entfernen. Wie viele brauche ich denn hier? Du musst die gefundenen Geister einsetzen. 6 Stück, okay. Das reicht natürlich noch nicht. Na du? Nee, aber den könnten wir theoretisch auch füttern, aber... Ja, cool. Das wusste ich. Wollte ich nur mal zeigen. Holz und Lianen. Wo kriege ich Lianen her? Man weiß es nicht, aber da ist eine Schatzkiste. Oh, schön. Also wenn die Framerate nicht gerade... Asche-Shampoo. Wenn die Framerate nicht gerade ihre 5 Minuten hat, ist das Spiel doch echt schön. Guck mal, da ist zum Beispiel... Was ist denn das, was da auf dem Boden kriecht? Eine Raupe. Oh, goldig. Habe ich das jetzt aufgesammelt? Nein, habe ich nicht. Ist das Ganze doch echt hübsch gemacht. Ich mag auch den... Okay, ihr gebt Lianen. Ich mag auch den Artstyle ziemlich. Die musikalische Untermalung ist nicht zu penetrant. Was haben wir denn hier hinten? Guck mal. Schauen wir uns hier vielleicht erstmal noch ein bisschen um. Goldsee. Dann würde ich aber sagen, Goldsee betreten wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.